natürlich ausgerechnet vor der kalifornischen Kulisse, vor seinen Fans. Er ist ja nicht weit von Pasadena entfernt, zu Hause in Murrieta. Das ist toll für ihn, dass er in Kalifornien seinen Titel feiern kann. Jeremy McGrath, 21 Jahre alt, Neuling im 250er Honda-Team. Ein Riesentriumph. Hier noch einmal das Ergebnis des Rennens in Pasadena. Wir sprechen erstmal mit Mike Kajdrowski, dem Zweiten. Was geht ihm jetzt durch den Kopf, wenn er auf diese Saison zurückblickt? Ich hatte eine großartige Saison. Ich habe meine ersten beiden Supercross-Rennen gewonnen. Aber ich hatte auch einige Rückschläge und die hatte Jeremy nicht. Er verdient es zu 100%. Er hat eine Wahnsinnssaison hinter sich, aber ich kann mich auch nicht beklagen. Wird er es nächstes Jahr wieder versuchen? Ja, aber vorher will ich einige andere Titel gewinnen und dann geht's wieder los mit Supercross. Unendlicher Jubel hier bei diesem jungen Mann, Jeremy McGrath. Was hat er hier für Rennen hingelegt? Er war schlichtweg unbezwingbar. Und da gibt's einen Bussi von der Mama. Und die Schwester ist auch stolz. Das ist der Punktestand am Ende. Jeremy McGrath ist Champion. Bob Hanna mit dem Sieger, frisch gebacken. Wie fühlt er sich? Ich freue mich höllisch, sagt er. Er hatte vor Wochen schon gesagt, er will nicht Zweiter oder Dritter werden. Er will alle Rennen gewinnen und zwar mit Stil. Also ich versuchte, so viele Rennen wie möglich zu gewinnen. Und das heute war mein Rennen. Ich hatte einen guten Start und ich wollte auf keinen Fall, dass mich die anderen Jungs einholen. Jetzt gibt's Komplimente von Bob Hanna, dem erfahrensten und besten Supercross-Fahrer aller Zeiten. Er hatte nie einen Champion gesehen, der mehr Selbstvertrauen gezeigt hat, der beständiger gefahren ist und der es mehr verdient hätte. Und dafür gibt's Beifall und $100,000 vom Hauptsponsor Camel. Das Schild mit der Nummer 1, das wird er in Zukunft tragen. Und jetzt bedankt sich Jeremy McGrath. Just for giving me the chance to do this. You know, Honda's backed me all the way, and I just appreciate it, you know, a whole heck of a lot. And, er bedankt sich bei dem Verband der AMA und bei Camel, bei Honda, bei allen, die ihn unterstützt haben. Er hatte eine großartige Saison, die nicht besser hätte laufen können. Und er will auch die letzten beiden Rennen gewinnen. Ja, dieser Mann wird noch für viel Aufsehen sorgen, das ist klar. Er hat diese Saison dominiert wie kein anderer. Er hat so viel Champagner bekommen wie nie in seinem Leben zuvor. Aber immerhin, es stehen noch zwei Rennen an und da wird es noch jede Menge Action geben. Und die werden Sie hier im deutschen Sportfernsehen erleben, wenn es wieder heißt Supercross. Bis zum nächsten Mal. Das